Herzlich willkommen Leute hier bei Let's Play Far Cry 3. Neues Video am Start und hier haben wir erstmal aufgehört. Wir sind jetzt schon beim insgesamt fünften Let's Play Part. Und ja, ich denke mal, wir sollen jetzt einfach mal zu Medusa gehen. Wir machen die Hauptquest weiter. Hier, Wende in der Story, ja, das kennen wir ja. Noch ein Fortschritt. Ja, okay. Noch ein Fortschritt, Schnellreise, ja, so. Wir sollen zu, geht zur Medusa. Und ich denke mal, das werden wir jetzt einfach mal machen. So. Hier ist ja der Unterschlupf, den haben wir noch letztes Mal freigeschaltet. Aber wir machen jetzt einfach mal die Hauptquest weiter. Gucken, einmal heile ich mich noch. So, jetzt bin ich perfekt durchgeheilt. Eben auf die Karte gehen, wo müssen wir hin? Wir müssen einmal nach hier oben. Ich denke mal, dann tun wir hier einfach mal hin. Hier, das müssen wir freischalten. Ja, da fahren wir hin. Diesen Posten, den werden wir jetzt mal freischalten. So, dass wir da gar nichts mehr Rotes mehr haben und einfach immer hin und her fahren können. Oh, scheiße. Oh, ich musste für die Arbeiten alles lernen, deswegen bin ich jetzt erstmal 2 Tage nicht am Spielen gewesen. Das sieht man auch direkt, ne? Meine Fahrkünste sind schlechter geworden. Aber da komme ich bestimmt jetzt rein. Komm weg mit dem. Ja, okay, warte kurz. Mein Handy lege ich irgendwo anders hin. Dann vibriert das immer auf dem Tisch, da wo ich es liegen habe. So. Ach du Scheiße, ich bin hier fast runter. Das war knapp. Das noch einmal kurz ein bisschen rollen lassen eben. So. Oh, hier ist die Kanone. Wir machen jetzt hier einfach mal runter. Yay! Ja, das war doch mal ein Downhill. Okay, die Höhle, die erkunden wir jetzt einfach mal nicht. Die lassen wir jetzt einfach mal so, wie sie ist. Okay, ist gar keine Höhle, ist nur ein Durchgang. Durchfahren. Oh, ne, lasse ich mal. Das Auto werden wir nachher noch versenken. Ja, ich glaube, da hinten kann man überqueren. Fahren wir jetzt einfach mal hin übers Wasser. Ja. Okay, hier, hier. Ach ja, die Landschaft, die beeindruckt mich wirklich jedes Mal immer wieder. Komm, der gehört zu mir. Jetzt auf der Fahrt dahin kann ich ja mal. Ja, warte, wir sind jetzt schon da, ne? Oh, da hinten kommt schon Rauch hoch. Oh. Kommt man jetzt hier vorbei, hier? Ja. Fahren wir außen rum, dann fällt es vielleicht nicht so ganz auf. Okay, mich hat noch keiner gesehen, zum Glück. Munition habe ich auch, ich lade trotzdem mal eben nach. Geht zur Medusa. Ich brauche eine schallgedämpfte Waffe, dann kann man sich mit so anschleichen. Kopfschuss. Der ist schon mal weg. Okay, die beiden sind ja auch weg. Wie viele sind denn hier noch? Das war eine Schrot. Scheiße. Scheiße, Verstärkung. Komm zu mir. Gegen Leiche plündern. Oh, hier ist einer. Aber zum Glück trifft er mich nicht. Wir
Hört mich lenken. Na, die Alarmanlage von denen ist jetzt kaputt. Oh, scheiße. So, der ist auch tot. Oh, scheiße. Ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Auto. Ach, scheiße. Nee, jetzt müssen wir es nochmal machen. Okay, dann halt nochmal von neun. So. Dann schnappen wir uns jetzt einfach mal das Auto. Machen wir eine andere Taktik. Und wir düsen jetzt da, sag ich mal, da rein. Oder... Nee, ich mach's noch ein bisschen anders. Okay, die sehen mich so, das ist doof. So. Jetzt ist die Sicht komplett weg. Vielleicht können wir jetzt ein paar irgendwie mit dem Messer oder so überwältigen. Okay, hinten ist einer. Okay, das war jetzt Fail. Ich hätte eigentlich Messer, aber bin auf falsche Taste gekommen, weil Black Ops Messer ich auf der, ja, immer auf der anderen Taste. Die wissen gerade nicht, wo ich bin. Ach, scheiße doch. Das Teil ist kaputt. So. Eben kurz heilen. Jetzt nehmen wir den Sandbuggy. Ich denke mal, jetzt werden wir die mal ein bisschen überfahren. Da brauchen wir nicht so viel Muni. Da, der ist schon mal weg. Der nächste. Ja, der. Wir sollen hier noch welche. Scheiße, jetzt weg hier. Komm, fahr. Sind hinter mir her. Okay. Oh, scheiße, ich hab die wirklich kaputt gemacht. Ich fahr jetzt eben kurz weg. Und heil mich. Nochmal, ja. Aber scheiße, ja, jetzt noch eine Kugel rausholen. Immer an der gleichen Stelle sind vor allem die Kugeln, das ist auch geil. Also gut, ne? So ein paar Sachen hätten sie ein bisschen realer machen können, aber geht halt nicht alles, ne? Ja, der ist schon mal weg. Ja, die beiden sind weg. Ja. Gucken, wo ist denn hier noch was? Ich glaube, das werde ich jetzt mal ein bisschen zu Fuß machen. So, der ist tot. Ist noch ein. Perfekt, jetzt haben wir den nächsten Unterschlupf erobert. Da können wir schlafen, da können wir Ausrüstung kaufen. Und ich denke mal, ich werde mir jetzt eine neue Waffe holen. Okay, ja, reiche Plünder. Gucken, was finden wir denn so? So, hier ist das. Okay, neue Waffe, Schnellreise, was hier? Reiche Plünder. Okay. Wir haben noch ein Trophäe verdient oben. So, wo sind denn hier noch welche? Hier ist das Auto, wo hatte ich denn ein paar Leichen überfahren? Hier. Oh, hier sind ja mehrere.
plündern. Ich denke, wir müssen doch mal größere Taschen machen. Oh ne, was will ich mit der Schrot? Ich brauche einen Waffengürtel, damit wir mehr Waffen nehmen können. Dafür müssen wir irgendwie mal jagen gehen. Ich glaube mal, das werden wir jetzt gucken. Wie weit ist das denn hier entfernt? Hier sind hinten Haie. Was ist hier? Hier ist so Rindvieh. Gucken, was brauchen wir denn dafür? Herstellung? Nee. Ausrüstung, Waffengurt, Hilftasche, nee, Waffengurt. Mit größerer Waffe kannst du mehrere Waffen tragen. Stelle erst kleinere Waffengurte her, um größere freizuschalten. Okay, was kann ich denn hiermit machen? Einfacher Waffengurt. Ziegenfell brauche ich dafür. Okay, ein Ziegenfell bekomme ich woher? Wo sind hier Ziegen? Und das Ziegen? Wegpunkt, okay. Ja, ich denke mal, das sind Ziegen. Also fahren wir jetzt dahin, um uns ein Waffengurt herzustellen. Ich werde jetzt nur mal eben hier in den Unterschlupf reingehen. Und mal eben nach, wir hatten hier letzte Folge oder vor die Folge. Okay, hier sind meine Kollegen. Da hatten wir Ausrüstung, nee, so einen Turm erobert. Da so einen Funkturm und da haben wir noch gar nicht die Waffen geholt. Da hatten wir, soweit ich weiß, nur was frei. Faustwaffe ist nichts. Munition. Fülle ich einmal auf, ja. So, MPs, was denn hier los? Ja, die Scorpion. Okay, Schaden und so, gut, ist nicht so besonders die Waffe. Was ist noch? Scharfschützengewehr? Nee. Leicht-MGs, Granatwerfer. Ach, alles cool, wir werden jetzt erstmal Ziegen jagen gehen, damit wir uns, okay, wird gespeichert. Wir werden Ziegen jagen gehen, damit, ja, damit wir mehr Sachen tragen können. So, der Wegpunkt ist gesetzt. Wir müssen jetzt nur einmal in die komplett andere Richtung. So, jetzt werden wir uns erstmal einen Waffengurt machen und so, damit wir mehr Waffen tragen können. Ja, und dann machen wir, glaube ich, mal die Mission weiter, weil nachher brauchen wir mehr Waffen etc. Und ja. So. Ja, jetzt haben wir erstmal eine kleine Fahrt vor uns. Und ich glaube, jetzt kann ich irgendwie. Ich hatte nämlich eine Nachricht in YouTube bekommen, wie ich eigentlich mit Let's Play angefangen habe. Kann ich ja mal euch so, wenn ihr wollt, so erzählen. Also, eigentlich habe ich bei YouTube immer so, ja, ich wollte auch eigentlich mal ein paar Videos mal hochladen. Dann habe ich die PlayStation Vita bekommen und dachte ich mir, dazu werde ich einfach mal ein Video machen. Dann habe ich ein Video gemacht und ja, ich habe angefangen mit der Little Big Planet Reihe. Nicht Little Big Planet, sondern Lego Batman. Und das kam so gut an, das hatte ich erst mit meinem Handy aufgenommen. Und ja, ich glaube, bei der ersten Folge habe ich jetzt schon um die 700 Aufrufe. Und da dachte ich mir, ja, das läuft ja doch gut. Dann habe ich mir eine Kamera gekauft, womit ich eine bessere Qualität erzielen kann. Oh ja, und dann hatte ich nachher nicht mehr so wirklich Lust auf die PlayStation Vita zu spielen, weil, ja, so wirklich dran war ich auch nicht. Und ich habe dann wieder PlayStation, da kamen gute Spiele raus. Da dachte ich mir einfach, wenn ich mit der Kamera aufnehme, ist doof, mit diesem Autofokus, diesem Hin- und Her-Zoomen, das ist einfach nur ätzend. Deswegen habe ich mir jetzt, deswegen habe ich mir eine Ava Media Game Capture geholt für die PlayStation, um da Spiele aufzunehmen. Ja, und seitdem bin ich wirklich mit dem Let's Play dran. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, ich bin ja noch so am Anfang. Mal gucken, was da noch kommen wird. Vielleicht werde ich ja mehrere Folgen pro Tag hochladen. Aber ich muss aber auch noch gucken mit Schule. Das muss ja auch noch alles so unter einen Hut bekommen. Schöne Musik im Hintergrund. Ja, wo fahre ich hierher? Hier bin ich. Ich muss da hoch. Okay, hier ist der Berg, da kann ich nicht querfeld einfahren, aber hierher. So. Könnt ihr mal mir Privatnachricht schreiben oder in die Kommentare, falls ihr auch Far Cry habt. Können wir mal ein Let's Play Together machen. Habe ich auch irgendwie mal Lust drauf, weil das ist eine komplett andere Kampagne, wie hier die Kampagne. Jetzt am Wochenende wird ein Freund bei mir pennen, da werden wir auch anfangen. Da durchzustarten ist das Splitscreen und nicht so besonders, aber ja, für den Anfang ist ja schon mal cool. Hey, Mann, ich fahre hier im Kreis, ey, was ist das hier für ein unnötig? So, muss ich hier rein oder was? So, ich bin jetzt einmal hier rumgefahren oder was? Ja, da hoch muss ich. Gut, also muss ich hier zu Fuß hinlaufen. Oh, falsche Taste.
zu Fuß. Mein Gott, unnötig, Mann. Ich will die Ziegen im Auto überfahren. So. Ja, wo sind hier Ziegen? Ach, da sind sie. Da hört man sie ja. Sind hier oben welche? Ah, da ist ja schon einer. Wieso hüpft ihr denn so rum, Mann? Ich will euch doch nichts tun. Ja. Eine Ziege haben wir schon mal gekillt. Gucken, was da mit der los ist. Ziegenfell. So, jetzt machen wir noch, erledigen wir noch eine Ziege. Wo ist denn eine? Wir sind gerade 20 Ziegen rumgelaufen. Jetzt sind auf einmal alle weg. Mann, das kann doch nicht sein. Hä? Wo sind die alle? Kurz gucken. Hallo? Wo sind die Ziegen denn? Was ist da los? Ach, da hinten ist einer. Hä? Wo bist du denn? Die sind so ein bisschen getan in den Busch. Gucken, wo sich die Ziegen bewegen. Hey, wollt ihr mich verarschen, ihr Ziegen? Okay, wir laufen einfach nochmal hier hoch. Auf den Berg. Okay. Jetzt haben wir gerade ein Schwein erledigt. Ich weiß noch nicht, wofür das gut ist. Schweinsleder, okay. Da haben wir eine Anleitung freigeschaltet. Was denn alles hier in diesem Tierpark? Ich dachte, hier sind nur Ziegen. Wieso sind jetzt nur noch Schweine? Schweine sind noch hier oben. Okay, hier sind welche Familien. Okay. Was ist hier los? Ach, komm, gucken wir jetzt einfach mal hier nach dieser Bedienungsanleitung dazu. Herstellung. So, weiter. So, wir machen jetzt einen Waffengurt. Und da stellen wir einfach mal einen her. So, ein Hirschfell. Dafür brauchen wir zwei Hirschfell für einen robusten. Okay, dann werden wir den auch nochmal herstellen. Munitionsbeutel, was brauchen wir dafür? Wildschweinfell. Wurfgeschoss sprengen. Munitionsbeutel. Okay. Munitionsbeutel braucht man einen Wildschweinfell. Okay. Guck mal, wo sind denn die Wildschweine? Oder wir gucken mal nach Hirsch. Hirsch. Hirsch ist da oben. Dann fahren wir jetzt erstmal zu Wildschwein. Ja. Wir fahren jetzt erstmal zu den Wildschweinen und dann fahren wir kurz bei Hirsch vorbei. Jo. Warum hatte ich da irgendwo ein Auto stehen? Wo hatte ich denn jetzt mein Auto? Mein Gott, die Karte ist wirklich groß. Ich bin... Denkt ihr, ich sehe mich jetzt hier gerade? Ach, hier oben bin ich. Okay, weiterlaufen, hier oben ist ein Auto. Komm, lauf, Jason. So heißen wir doch, ne? Ja. Und falls nicht, du heißt Jason. Kann ich mitfahren? Hey! Gucken, glaube ich jetzt immer noch falsch.
Jo, war klar. Ja, dahin ist das Auto. Oh, hier. Nee. Doch. Sag so kaputt aus. Scheiße, ach du Scheiße. Was ist denn da los? Stoßen. Ja, danke. Ja, hier haben wir jetzt aber mal schön Abgang gemacht. Was ich weiß ist, dass hier reingehen, ja. Hey, ich wollte die Sonnenbrille haben, da können wir doch X drücken. Wieso funktioniert das nicht? So, hier wird es langsam dunkel. Wir sind jetzt hier von unserem Weg abgekommen. Ach du Scheiße, wieder. Okay. Das gebe ich einfach jetzt mal auf. Wir gucken einfach mal hier, weil hier sind auch anscheinend welche abgestürzt. Sieht richtig übel aus. Alles Blut. Kiste plündern. Wildschweinfleisch. Okay, hier geht nicht. Hier, hier. Oder? Nein? Ja. Ah, der Finger, der... Ah, scheiße. Okay, wir machen es jetzt einfach mal ganz einfach. Einmal rückwärts setzen. Vorwärts. Wir fahren hier runter zu dieser Strecke. Beziehungsweise hoch. Beziehungsweise runter. Vorne. Ja. Nein, ist wieder falscher Weg. Wir müssen hier hoch. So, komm, komm, zieh, zieh. So, da sind wieder meine Kollegen, wenn ich jetzt hinter denen herfahre. Also, nee, ich werde nicht hinterherfahren, aber... Oh, was war denn da los? Gehe ich für falsch rum. Ich muss in die Richtung. Komm, die Tiere lasse ich jetzt einfach mal. Hä? Wie, ach, ich bin schon da. Ich habe mich irgendwo festgefahren, aber ist mir jetzt auch egal. Du Scheiße, wieso sind die Hunde? Danke. Hundefell. Okay, verstehe ich nicht. Wir wollten doch zu dieser Wildschwein fahren. Wildschweine sind hier. Ach. Ja, also wir sind jetzt hier wieder schön in der Natur neben unserem Kumpel hier. Irgendwie haben wir diese Wildschweinfarm nicht gefunden. Aber ich verspreche euch, genau in dieser nächsten Folge von Let's Play Nummer 6 werden wir die Mission weiterführen. Wir werden zum Medusa fahren. Wir sind zwar immer noch nicht da, wir haben nämlich was erobert und wir haben uns öfters festgefahren. Aber in der nächsten Folge geht es schnurstrack zur Medusa und wir werden die Mission vervollständigen. Also bis zum nächsten Mal, denkt ans Abonnieren und tschaußen.